Geschätzte Damen und Herren, mein Name ist Christian Eier, ich bin 24, ich komme von Reppen im Kanton Luzern, bin Speaker mit der Promotion League und meine Leidenschaft ist Fußball sowie allgemein Sport, sowie Sportreporter zu werden. Das ist mein grosser Traum, deshalb bin ich mich ganz gerne hier bin. Mein Studiogast ist Jefferson Schilter. Jefferson Schilter, guten Abend. Guten Abend. Es hat gelangt mit der zweiten Mannschaft, ist man aufgestiegen in die dritte Liga. Es war wirklich eine super Saison gewesen, größtenteils. Sind Sie zufrieden? Ja, wir sind sehr zufrieden mit der Saison. Wir hatten top Vorbereitung gehabt. Auch einen guten Trainer, der uns die ganze Saison durch begleitet hat. 19 Siege in der Vorrunde und auch in der Vorbereitung. Ja, haben es für sich geredet gehabt. Ja, wir sind mit einem guten Polster in die Rückrunde gestartet und haben uns einen grossen Druck müssen machen. Ja, wir müssen. Sondern, ja, ich denke, wir können beruhigt in die Rückrunde starten und sind auch stolz darauf, dass wir den Aufstieg erreicht haben das Jahr. Es ist größtenteils wirklich sehr souverän gewesen. Die Leistung von der ganzen Mannschaft kann man wirklich so beurteilen. Es hat aber doch Spiel gegeben. Die Küsnacht hat ein Schlag ins Gesicht, 2-1 verloren. Die erste Szene, ist 1-0 von Küsnacht, ein weiter Ball von rechts. Der Stürmer steht allein in der Mitte. Viele sagen, das Goal ist, wenn in dieser Situation rausgekommen, es ist der 5 Meter hoch, es ist ein Stapel auf der Linie. Wie würden Sie jetzt beurteilen? Ja, ich weiß es nicht, aber es ist klar, das stimmt schon. Im 5 Meter hoch der Goalier schon die Ball haben. Aber ja, man darf einen Stürmer, so einen grossbassigen Stürmer, nicht allein im Strafraum zum Kopfball holen. Ich konnte noch reagieren, hat den Ball noch ein bisschen berührt, aber ja, halt, der Schuss ist stark gekommen. Mir ist ja zum Ausgleich gekommen, aber eben 15 Minuten vor Schluss ist dann die Niederlage doch noch Tatsache geworden. Unglaubliche Szene. Ein Stürmer rennt auf 4 Verteidiger durch. Ist an euch vorbei im Goalie und könnt eigentlich nur noch stoppen mit einer regelwidrigen Situation. Ist das Penalty schon, oder? Ja, der Schiedsrichter hat ganz klar gut entschieden. Es ist Penalty, das ist ganz klar. Ja, es ist an erster Stelle sicher ein Verteidigungsfehler gewesen, dass man einen Stürmer durchlässt. So. Und wir haben das in der Kabine angeschaut, dass er eigentlich recht schnell ist und gut am Ball ist. Er läuft durch. Ich kann ihn noch die linke Seite abdrängen. Ja, da habe ich auf den Ball wollen. Ich habe den Spot abgekumpelt und ja, ich habe ihn mit der Hand getroffen. Und was macht er? Ist klar, er fliegt. Ja, es war klar eine Penalty. Wenn man jetzt so anschaut, eine Woche später, nach der 2-1-Niederlage 7-1 gewonnen gegen Wacky, 7-1, das ist kein 0815 Resultat, wo man wirklich sagen kann, das passiert jede Woche oder jede 2 Wochen. Es ist natürlich erstaunlich, wenn man so fühlt, ist die Wut in der Mannschaft so gross gewesen, nach dieser Leistung, dass man jetzt zeigen wollte, hey, wir können es wirklich besser, oder was ist der Grund gewesen? Das passiert nicht einfach so. Ja, ich denke, wenn wir den Match in Küsnacht geschaut haben, wir haben recht dominiert gehabt. Wir haben einfach aus dummen Fehlern, die wir eigentlich gar nicht machen müssten, holen wir so die Niederlage. Und klar, es war natürlich gross gewesen, weil es unsere erste Niederlage war unter dem neuen Trainer. Und wir hatten nachher eine intensive Trainingswoche gehabt und wir sind auch gut betreut worden von unseren beiden Trainers. Und sie sind auch motiviert auf den nächsten Match und ich denke, die Woche hat es gebraucht, also besser gesagt, die Niederlage hat es gebraucht, dass wir mal... Es ist die richtige Niederlage zur richtigen Zeit gewesen, oder? Genau, lieber dort als später. Und ja, ich denke, wir sind nachher mit voller Kraft und auch motiviert in das Spiel gegen Wacky. Und ja, klar, das 7-1 muss man nicht viel dazu sagen, oder? Nein, definitiv, das 7-1, das spricht für sich. Ja, mit einem Auge schaut natürlich auch immer die erste Mannschaft. Ihr seid als Goalie im erweiterten Kader von Zug 94 auch die erste Mannschaft involviert. Es wäre natürlich fulminant gewesen, wenn man dann auch aufsteigt in die Promotion. Es hat nicht ganz gelangt. Niederlage in der ersten Quali-Runde gegen Wetzwil-Bonstetten. Was war der Grund gewesen? Ich meine, die Vorrunde ist nicht schlecht gelaufen. Ist Wetzwil wirklich viel stärker gewesen oder was war der ausschlaggebende Punkt gewesen? Ja, ich denke, wenn man die ganze Saison anschaut, jetzt Vor- und Rückrunde, wir waren eigentlich recht gut drin. Wir haben den Schluss ein bisschen nachgelassen. Aber wir konnten uns gleich noch auf dem dritten Platz haben. Wir haben auch die Aufstiegsspiele erreicht gehabt, aber eben mit Wetzwil-Bonstetten haben wir recht gute Spieler drin, das haben wir gewusst gehabt. Wir haben aber auch uns gut können vorbereiten die ganze Woche auf den Match. Ja, es sind aus dummen Eigenfällen. Ja, sind wir weitergekommen und eben eine Woche später auch wieder in Wetzwil hätten wir die Chance zum Goal machen gehabt. Es hätte sicher Chance gegeben. Ich meine, wenn man das Spiel anschaut, 3-4 hundertprozentige
Ja, das ist natürlich ausschlaggebend, wenn sie nicht macht, oder? Genau. Es nur noch nicht gelangt nach der Auswärtsgoalregel. Und so ist es eigentlich so passiert, dass man ausgeschieden ist. Genau. Jetzt, ihr habt das grosse Ziel, nach Fußballprofi zu werden. Er ist ein bisschen stock gerade in letzter Zeit, so, wenn ihr es uns sagt selber. Jetzt haben wir das zweite Standbein aufgestellt als Goalie drinnen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das etwas, wo man einfach da zweimal in der Woche auf den Fußballplatz geht, die Jugendlichen motivieren als Goalie? Ein paar Tipps gibt und Tricks auch, wie man es stört und verunsichert. Oder ist das etwas, was man sich auch vorstellen kann, profimässig zu machen? Ja, ist klar. Das Ziel ist schon, eigentlich, das professionell zu machen. Ja, ich denke, es macht mir Spass, an den Jungen etwas weiterzugeben, mit ihnen zu trainieren jede Woche. Ja, es sind ein bisschen mehr als nur in der Woche Training. Es ist wirklich manchmal fünfmal in der Woche Training. Ja, das ist natürlich eine Variante von dir natürlich. Genau. Nein, ist ganz klar. Nein, ich habe eben die ganze Juniorenabteilung unter mir, A bis D Junioren. Und ja, es erfordert recht viel Arbeit und man muss auch viel Zeit investieren. Aber es macht mir Spass, mit den Jungen zu arbeiten und ihnen etwas weiter also etwas beizubringen. Und ja, ich hoffe, dass sich der ein oder andere später mal sicher wird. Können in Zug 94 etablieren und vielleicht auch in Zukunft mal ein Thema in der ersten Mannschaft wird sein. Sehr gut, ja. Besten Dank für das Interview. Ich habe mich sehr gefreut, Chaps und Schieter. Schönen Abend noch. Merci, merci auch. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen auf ein positives Feedback. Auf Wiedersehen.